Perfekt. Nehmen wir auf Nummer sicher gehen, ne? Progressives kann man ja jetzt kaufen und so, ne? Limitierte Auflage zwar, aber egal. Oh Gott. Aua. So. Gott. Ein HP. Warum mache ich den denn nichts an Schaden? Ah, dann kann ich nicht kontern. Dann kommt er auch noch und da kommen noch mehr Leute. Okay. Ha, du nimmst dich auf den Arm, ey. Natürlich überlebst du das irgendwie. Kommt hier ein Heiler und versucht die zu weg zu boxen, ey. Gibt's doch nicht. Ey. 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 So, warte mal, ich habe das Donnerschwert jetzt. So, mache ich jetzt. Sie können mich von überall erreichen, leider. Okay, wow, du kannst sogar aus Reichweite gehen. So. Heißt, seid ihr im Treibsand? Okay, jetzt haben wir erstmal ja alle uns hier neu formieren, ne? Okay, man bekommt nur weniger Bewegung, wenn man in diesen Bereich startet anscheinend, ne? In diesen Treibsandbereich. Ja, wenn du triffst, gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay. Ist ja nicht so, als bräuchte ich meinen Hauptcharakter noch irgendwo anders, ne? Mach richtig jeden platt. ich habe eine Person getötet. So. Warum trifft er mich von überall? So, das sind 10 Schaden. Oh mein Gott, ihr seid alle außer. Etty hat einen Miniaturbogen, den hätte ich mitnehmen sollen. Okay, er ist sehr treffsicher mit seinem Elfenlicht. Nicht schlecht. Okay, du wirst ihn nicht erledigen. Gehen. Okay, es ist im Treibsand drin, verdammt. Ey, ey. So. So. Sie ist immer dann noch danach im Treibsand, ey. Wir gehen erstmal ihr allein. Sie kann danach immer noch nicht. Erfahrungspunkte. So.
überlebt hat, ja, ne? Sehe ich nicht. 14. Wenn du mit deinem Meisterbogen ein paar Crits austeilen würdest, da wäre sehr gut. Ach, das kommt von überall, ey. Da sind mir zu viele Gegner gerade. Daneben. Oh, da war ein kritischer Treffer für dich ins Gesicht. Okay. Wir bewegen sich nicht. Cool. Okay, was nun? Sie ist immer noch außer. Sie kann immer noch nicht da weg. Ich glaube, ich darf halt überleben. Kommen einfach von allen Seiten, ja, also nicht von allen Seiten, aber sind gerade sehr ungünstig alle platziert, Leute. Vor ihnen kann ich nur ein Ding hier bewegen, ey. Hm. Die haben alle Fernkampfwaffen. Wünsche, sie wäre hier in der Nähe. Okay, sie dürfte eigentlich auch nicht so schnell. Also Fram dürfte eigentlich auch nicht so schnell verrecken, ne? Okay, ihr seid außer Reichweite. Lass mich euch mal markieren. Ihr seid außer Reichweite. Du kannst von... Hm. Was so? Du bist ja wohl nicht so schnell drauf gehen. Habe ich der Abwehrhaltung gegeben? Habe ich sogar. Perfekt. Ich hoffe nur, dass ich kein Purgativ brauche irgendwo. So, ihr könnt beide Fram erreichen, glaube ich, ne? Ich muss ja eigentlich nur gegen drei Gegner hier was machen. Du wirst auch nicht so viel erreichen können, ne? Dich kann ich mit Klamm erledigen. Dich kann ich mit Klamm erledigen, meine ich. Hm. Was um 4 Magie? Sehe ich ja nicht. Ja. Du könntest da oben den erreichen. Ich dir mal kurz ein Donnerschwert geben. Kannst du da oben den erledigen, wenn du... Kann sie sogar. Ha. Ja, war den schon mal aus dem Weg. Aber er kann sowieso noch jemanden. Den muss ich auch erledigen. Sonst macht der mich, sonst macht der Fram fertig. Klamm. Oh, du kannst ihn gar nicht erreichen. Ich kann doch einfach hier bleiben. Ich kann einfach den hier machen. So. Das ist aber eher hier in Reichweite. Okay, dich muss ich leider mit hier meine entwickelten Einheit hier erledigen. So, du erreichst Klamm nicht. Du erreichst hier niemanden. Perfekt. Ich mache einfach... Den ja. So. Ja, jetzt versuche hier jemanden zu treffen. So, er trifft. Oder vermischt sich alles zu sehr. Ich sehe nichts mehr. Oder um noch jemand? Weiß nicht. So, ich muss dich erledigen. Das ist ein Schnitter. Ist mir so gefährlich gerade. Jetzt sogar noch halbwegs Erfahrungspunkte. So. Und er kann immer noch Klamm erreichen, sich gerade. Eins, zwei, drei. Hm. 21 und 23. Das sind
Er würde dazu überleben, glaube ich. 21, 11 und 13, ja. Was mit dir? Dann lebst du einen Angriff. 21. Tust du sogar. Du nimmst 14 Schaden. Und du bist nicht gedoppelt. So, dann machen wir so. Und er wird ja auch nicht getötet, ne? So. Kann ich euch irgendwie ansprechen oder so? Ich bleib mal hier. Dann weiß ja nie, was passiert. Ja, ich vergessen dich. Ja, wir gehen wahrscheinlich auf Fram los, ne? So, okay. Bleib mal hier. Bleib mal hier. So. Jetzt ein Schaden. Und ich greife, aber der eine Eisenklinge hat. Hat daneben. Okay, ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Oh, oh, ich wollte schon sagen, da ist eine Menge Schaden. Aber es war ein Doppelgänger. Ich habe gerade nämlich ein bisschen Angst gerade bekommen. Ja, ich habe 10 Einheiten. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meine Dings werden gar nicht angezeigt. Ah ne, sind auch gerade verschwunden. Ne? So, jetzt kommen natürlich die alle. Ne? Die machen es wahrscheinlich mir ein bisschen schwieriger. Wo ist... Verdammt, sie ist den ganzen Weg da unten. Ich sage, du gehst ein, ne? Und hältst dir kurz auf. 21 Schaden. Okay, fang die mal bitte ab. Geht aber gar nicht. Sprich du mal ihn. Unserem Weg nach links. Nein, ich kann ihn wieder nicht bewegen. Ey, ey. So, ich meine, Jade kann ich eigentlich hier platzieren. Ne? Die wird das schon überleben. Also, was ich mache, ich blockiere mal den Weg da unten. Okay. Dann wollte ich mit Lapis hier mit Dings erledigen, ne? Oh, das trifft aber nicht so. Erstmal den hier. Jawohl. Ich bin noch erst Level 13. So. Hältst du irgendwie was aus? Ich glaube nicht, ne? Nicht so sehr. Was ist nochmal ihre Fähigkeit hier? Alpha 1. Wird er den erledigen? Mit Einschlag. Ein AP meine ich. Ah. Mit einem Eisenschwert. Aber auch in Reichweite. Oh, die hätten auch alle treffen müssen, ne? Glaube ich.
Warum ist mit ihr so schwer, irgendwie Kills zu bekommen? Sie ist immer noch Level 12, Mann. Wie ist denn das schon wieder hier passiert? Ja, und Jade tut dann unten das Eis blockieren für die. Na, dann kommt hier jemand vorbei. Und wir dürfen da nicht hier rein, sonst kommen wir nicht vorbei. So. Was für Waffen kannst du einsetzen? Schwerter und Äxte. Jetzt können normalerweise alles tragen. So. Diese Situation da gefällt mir nicht so. Vielleicht schaffe ich ja irgendwie, dass die eher auf ihn losgehen. Vielleicht schaffe ich ja, dass die da angelockt werden. Ich glaube nicht, dass er sich dann wegbewegen kann schnell genug. Bewegung 6, na. Aber Abwehrhaltung, dann geht das ja schon, ne? Hm. 21 Schaden, du machst 8, du wirst ihn nicht doppeln. Vielleicht kommen die ja eher auf ihn los. Das wäre perfekt, ehrlich gesagt. Ich pack den mal so als Köder dahin. Da muss ich halt einfach darauf hoffen, die eher nach rechts gehen anstatt nach unten. Na, guck mal da, einer ist schon mal dahin gegangen. Nein, nein. Oh, die gehen aber hier hin. Oh, perfekt, das ist sehr viel besser, ehrlich gesagt. Weil sie kann jetzt hier einfach alles wegtanken. Ich kann sie auch hier platzieren, ne? Warte mal. Hey, guck mal hier. Richtig mit Einschlag. Ich kann nicht mit Einschlag erledigen. Also mal so, morgen. Oh, ich liebe es, wenn man Magier one-shotten kann. So, Stahllanze. So. Du kümmerst dich um all die, ne? Verdammt, Klamm. Du bist die ganze Zeit in Reichweite von allen. Aha. Oh, er kommt da nicht raus. Warte. Kann ich dich erledigen? Oh, wenn ich dich treffe. Was ich tue. Wenn ich dich voll hoch heile, ne? Dann wirst du auch schon sicher sein, ne? Denn oh. Ja, ich habe es bemerkt, das war nicht so gut. So, du bitte aus dem Weg. Zack. Ah, jetzt wird er schneller, genau. Ha. So, dich kann ich noch aus dem Weg bewegen. Zur Not. Da, verdammt, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht hatte. Okay, dann muss ich dich irgendwie anlocken können. Und ich kann deine Aufmerksamkeit auf mich locken, ne? Mal so. Und ich kann ihn nicht ansprechen, damit die irgendwie, weil nicht Kampffeld verlassen oder irgendwie sowas. Ich kann auch Fram hier lassen. Klamm meine ich. 22. Wenn ich den Würmgott daneben packe. Ich habe keinen Wind mitgenommen. Nein. Ich mach das so. Jetzt platziere ich dich daneben. Du nimmst weniger Schaden. Du nimmst weniger Schaden. Minus ein Schaden. Du hast 9 Verteidigung sozusagen. Okay,
du gehst nach links. Kann erst Angriff mit Nachbarn verbinden, verhindern Chance in Prozent. Ja, ich will aber lieber hier raus. Ja, dadurch krieg ich Dings. Sehr gut. Soll ich öfter einsetzen, diese Fähigkeiten? So, dann müssen wir einfach so schnell wie möglich euch erledigen im nächsten Zug. Okay. Auch irgendjemand Heilung hier ganz dringend? Eigentlich nicht, ne? Wir übernehmen das alle. Ich kann dich wegboxen. Kann ich machen, ne? Aber wer weiß, was da alles noch kommt, ne? Was soll's? Hey, ich box dich. Alter. So, und los. Ja. Ja, viel Glück mit deinen. Viel Glück mit deinen Null Schaden Angriff. Auf den Typen los, der dich im nächsten Zug one-shottet. So, jetzt müssen wir euch erledigen. Oh, ein Crit hat den erledigt können, ey. Genau 36 abgezogen. So. Warum gehst du da lang? Gott, ich glaube nicht, dass wir die schnell erledigen können. Ja, du hast dich natürlich sehr blöde gerade platziert. Mit dir meine ich nicht. Ich glaube, ich muss einmal da Teleports einsetzen. Hast du einen Teleport? Nö. Okay, kannst du jemanden töten? Mit Sicherheit, ne? Ne, vielleicht nicht, aber. Du erreichst mich nicht. Ah, du machst ihn fertig. Du sollst halt eigentlich überleben von dem anderen, obwohl ich glaube nicht. Also er hat eine Menge Erfahrungspunkte bekommen bis jetzt. Ja, du machst 29 Schaden. Du machst 20 Schaden, er ist tot. Das kann man ja wohl nicht so lassen, ne? Er beschützt ihn. So, ich habe ein Magieschwert. Was machst du dagegen? Oh, einmal. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine andere Wahl gehabt habe. Hey. Hey. Warte, ich das so mache, dann kann ich den blockieren. Sag. So, jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe, dann. Oder du machst den platt, geht natürlich auch. Oh, bringt nichts. Warte mal. Ah, jetzt sehe ich den Nutzen von der Eisengroßaxt. Wenn die Gegner gebrochen sind, dann kann ich angreifen. Und die können ja nicht zurück angreifen, weil die ja gebrochen sind. Ah, dafür sind die.
Jetzt sehe ich da einen großen Nutzen von. So. Das Problem ist jetzt die Situation, ja. Ich habe so einen kleinen Plan hier, wie ich das machen könnte. Na, gucken wir erstmal, wie das hier abläuft, ne? Nicht so treffgenau mit irgendwas. Schon mal 22 Schaden. Boah, ich bin vergiftet. Ich muss mich erledigen. Was auch eine Herausforderung ist. Habe ich einfrieren? Ja, ne? Problem ist, ich erreiche nicht so weit. Kurz jemand nachgucken. Okay, 5 Felder. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Teleport und Fortschritt ist. Ach, Fortschritt tut Anwender nur. Ah. Reichweite 1 bis 6. Ich könnte ihn damit einfrieren. Aber ich muss ihn dann auch treffen, ne? Und er hat eine. Dann muss ich mich um den auch noch kümmern, ne? Ah, oh, das reicht nicht. Wir auf den Arm nehmen. So, aber ist okay. Na, ich muss mal einfrieren nehmen, ne? Okay. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Mein Gott. Sollte ja vielleicht auch den Dings geben. So. So, jetzt bist du hier. Jetzt bist du neben dem Würmgott. Jetzt machst du ein bisschen mehr Schaden und triffst auch besser wegen deinem persönlichen Skill. Genau. War gar egal, du hättest sowieso gekrittet. Cool. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich einfrieren einsetzen. Ich hoffe natürlich, dass er auch trifft. 76%. Sehr gut. So, der wird dann höchstwahrscheinlich ihn angreifen. Und damit haben wir die Sache eigentlich gelöst. So. Nur schild sie einfach, der macht sowieso keinen Schaden gegen dich. Da haben wir noch einen Heiler. Okay, hat irgendwie funktioniert so. Ja, was willst du denn? Oh wow. Au. Au. Donk. Was mir die an. Eine Sau. So, weißt du was? Ich tue hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte raushauen. Weißt du wie? Fram. So. Wir sind noch eine Menge Charaktere, die geheilt werden müssen, ne? Perfekt. So. Ich nehme mal sehr knausrig, wenn es hier um so. Warte mal, gibt es eigentlich versteckte Gegenstände? In Wüstenlevel gibt es meistens versteckte Gegenstände. Ja, ne?
Nur wo? So, er macht uns ja keinen Schaden. Das heißt, ihn können wir hier noch ein bisschen ablenken, ne? Das mache ich jetzt auch. Wenn ich hier mit Fram noch ein paar Erfahrungspunkte einsacken kann. So, ich hoffe, indem die einfach nur am Leben sind, bekomme ich irgendwie Belohnungen oder so, ne? Und er greift weiter ihn an. Aber er kriegt keine Erfahrungspunkte, leider. Nicht angegriffen werden. Okay, ich nehme an, die müssen einfach noch am Leben bleiben, ne? So, und ich fahre mir noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit Fram. Nehmen sie ja die Charaktere noch ein bisschen hochhalten, ne? Ich gehe mal hier hin, vielleicht ist da irgendwie... Normalerweise sind immer so versteckte Gegenstände in Wüstenlevel. Meistens sind die mal in der Nähe von Knochen und so, aber ich sehe ja nirgendwo Knochen. Also ja, gibt wohl nichts. So, zumal ist die höher gelevelten Einheiten hier heilen für mehr Erfahrungspunkte. So kann man auch locker ein Level für sie herausschlagen, ohne dass wir sie irgendwie in Gefahren aussetzen müssen oder so. Wenn das fertig ist, setzen wir Labs ein und machen den fertig. Falls irgendwas noch schief geht, packen wir ihn hier rein. Dann schießt der Gegner ja ab. Letzte Sekunde, keine Ahnung. Wenn Fall hat irgendwas hier noch schief geht. Ich glaube nicht, hat irgendwas schief geht, aber... Weiß er nie. Irgendwie aus wie Riss von Emblem Radiant Dawn. So, das war ein relativ chilliges Kapitel, so im Vergleich zu den letzteren, die wir gespielt haben. Finde ich sehr gut. Ja. Ach ja, Supportpunkte könnt ihr auch noch. Oh. Mal skippen irgendwie. So ein Level abhole ich mir definitiv noch ab. Hallo. Ich bin schon Level 17. Oh, ja, geht doch voll schnell. Gleich welchen Zug wir gerade sind. Mal überspringen einmal, danke. Ein paar Supportpunkte hier farmen. Jetzt geht. Mal noch kein Level ab. Ja, solche Situation muss man halt ausnutzen, ne? Wenn sich die Chance ergibt. Wir sind Zug 16, das ist auch nicht so. Viel, mein Gott. Ah, noch das Level up. So. Stärke, Magie und Resistenz. Hallo? Nicht schlecht. So, dann über rein. Muss ich gar nicht. Hey, du hast also nur auf mich losgehst, ne? Ich will sogar meine Dinger hier mal machen. Wir schon dabei sind, boom. Punkte sammeln, ja, boom. Ja. Level abbekommen dadurch. Na, was kriege ich hier? Meistersiegel, ein Elixier und blockieren. Nehme ich jetzt an, ne? Kriege ich. Und sollten die sonst solche Items haben? Ich habe wirklich, hier sind keine versteckten Gegenstände, weil sonst werde ich direkt nachgucken. Nach diesem Part.
Hey, was geht ab? Reicht genau. Ich krieg sie einfach nicht hochgelevelt. Alchrist und Lin, okay. Fand ich jetzt nicht. Ich würde sogar sagen, Lapis hat mehr gemacht. Obwohl irgendwie nicht, die war die ganze Zeit im Treibsand, ne? Okay, cool, da war relativ chillig. Finde ich gut. Aber ich habe nicht so das Gefühl gehabt, meine Charaktere gelevelt sind. Ich habe nicht so viele Level hier bekommen. Das war irgendwie mehr so ein Filler-Kapitel, hatte ich so das Gefühl. Okay. Nicht mal eine Cutscene oder irgendwie sowas gerade. Okay. Ah, da war der Dorf, wo wir den mal gerade gerettet haben. Ah, oh, das ist cool gemacht. Ein Elixier. Ich frage mich, ob die benutzt hätte, wenn sie getroffen wäre. So, da oben. Ich wollte schon sagen, ich habe noch einen anderen weißen Punkt auf der Karte gesucht. Wichtigste von allen, Meistersiegel. Diesmal habe ich eine Menge Gegner erledigt, ne? Das Blut meiner Feinde klebt an meinen Händen. Und ich liebe es. Hey, ein Kamel, das ich nicht aufnehmen kann, ne? Können wir auf Kamelen reiten? Ist doch bestimmt irgendwie eine Kamelreiterklasse, oder? Ich bin übrigens auch noch am Leben, ne? Ihr könnt mich ruhig benutzen. Keinen neuen Ring hier bekommen. Nein, das wird noch ewig dauern. Du, ich glaube, dich haben wir doch schon. Lois Hund. Helios Hund. Keine Ahnung. Du hast auch irgendwie nichts mehr zum Plot zu sagen, oder? Du bist auch hier eine Adlige. Ich dachte auch, du bist ein wichtiger Charakter. Noch eine Mission, noch mehr Erfahrungspunkte? Gerne. Oh ja, bete mich an. Das ist ja gar kaum, ey. Also uns geholfen hat, die Monster zu besiegen. Ohne euch hätten wir es keinesfalls geschafft. Soll ich es finden? Was wird dann erst aus mir? Was soll das bedeuten? Danke, dass ihr mir da geholfen habt. Und nun lasst uns gemeinsam unseren Sieg genießen. Ich koche uns eine Spezialität, denn ich bin ein Koch, musst du wissen. Ich habe so das Gefühl, als wären wir nicht das letzte Mal gehört haben. Ja, du warst MVP, von daher nicht mal sehr stark an, dass du dich gut angestellt hast. Alfred, was machst du hier ganz alleine? Ich laufe gerne durch die Wüste, die sich bewegenden Sandmassen sind gutes Training für Waden und Oberschenkel. Und Oberschenkelmuskeln. Gib mir all das, ich kann mir ein paar Ringe gleich herstellen. Fortschritte sind überwältigend, göttlicher. Sieht aus, als wäre der irgendwie gerade voll tief in Gedanken. Wir sind alles Menschen, Kumpel. Wir sind alles Menschen. Sagen wir, als hätte er gerade irgendwie voll den inneren Monolog, wo der irgendwie über die Welt philosophiert. Irgendwie so Red versus Blue. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir hier sind? Das ist eines von lebensgrößten Mysterien, nicht wahr? Warum sind wir hier? Sind wir nur das Produkt von irgendetwas Großem, das auf diese Welt platziert worden sind, nur für irgendeinen Spaß? Was? Nein, ich meine, warum wir hier sind, in diesem Canyon. Okay, ich glaube, wir haben mit allen geredet, ne? Mehr gibt es ja auch nicht, glaube ich. Okay, cool. Ich vermisse irgendwie eine Cutscene, ja.
aber anscheinend kommt keine. Wahrscheinlich jetzt, ne? Okay, nein, ich wollte nicht ins Somnium. Ich war auf Weltkarte, ehrlich gesagt. Wegen Cutscenes und so. Kommt sowieso eine. やくそく通り、ソルム王城に案内するよ。迷いやすいから、はぐれないようについてきてね。よろしくお願いします。いよいよか。ソルム王城に行くのはもう何年ぶりになるかな。フィレネとソルムはもっと信仰が深いのかと思っていました。もちろん国家間の仲は良好だよ。けれど、王族同士はそこまで親密なわけではないんだ。 ソルムはスフォリアという女王が治めているのだけれど、僕も母上も彼女以外の王族に会ったことがない。会ったことがない？ああ、王輩はもちろんのこと、次期女王たる王女やその弟である王子にも一度も。ただの一度もですか？そんなことってアルフレッド王子もそうなのか？ディアマンド王子も。 Okay, er sah irgendwie aus wie so ein Setup. Ich habe ihn auch nie getroffen. Ja, ich auch nicht. Ich bin der Prinz. Was? Ich 例えば、とても病弱なのか、人嫌いなのか、それとも見せられない理由があるのか。謎めいていますね。フォガートたちのような国民は、ちょっと見ちゃったよ、シュッターンが。女王の態度こそ有効的だけれど、得体の知れない王家であることは確かだ。王城についても気を抜かない方がいい。わかりました。 ソルム王女、あの怖そうな門番に話すと門を開けてくれるから。ありがとうございます、フォガート。ここまでの道案内、本当に助かりました。お役に立てたなら、自警団冥利に尽きるよ。この親切は決して忘れません。それでは私たちはここで。あれ、フォガート、どこに？ どこって門番のところさ。時計団って王城の門を開けられる。ヘッサープリンス。普通は無理なのではないかな。ヘッサープリンス。ただいま。ただいま。フォガート王子。いや。お戻りになられたのですね。いや。 Ich spiele viel zu viele Rollenspiele. Ja. Ja. Alle überrascht sein, bitte. ごめんごめん。じゃあ、改めまして。俺はソルム自警団長兼王子フォガートです。ようこそ、我がソルムオージョへ。いや、スピーフィーズスピーフィーズ。ホンスピーフィーズ。お城に来たってことは、母さんに会いたいんだよね。母さん、お客さんだよ。驚きました。まさか、彼が王子だったなんて。 王子自ら自警団などするのかもしれないよ。あんなに元気なら、なぜ今まで他国に姿を見せなかったんだ。謎はつきませんが、とにかく城内に入りましょう。フォガートが大きく手招きをして待っています。Okay, kann ich aber erstmal zum Somni oder so? Marv. Was ist das für eine Musik? Awaken my masters.
Ja, und da sind die Pillar Man and Woman. ソルム王国へと逃げ延びたようです。ブロディアにも戻らなかったんですね。新たな指輪を狙ってのことなら、むしろ好都合です。ねえねえ、ベイル様、追いかける？それなら僕が行きたいな。嬉しい申し出ですが、もう少しだけ我慢してください。どうせなら。 ソルムの指輪を集めさせてから、すべて奪った方が楽ですから。そっか。じゃあその時までいい子で待ってるね。偉いですね、マロンは。ええ、マロンは我が宿の自慢ですわ。ベイル様もセピアも褒めてくれるから僕大好き。お子様だな。 褒められるより叱られる方がいい。じゃあ、しておこうか。今、ちょっと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 、ちょ
immer wieder aufs Neue. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Die Luft hier ist so aromatisch. Ich werde nur zu gern meine Fähigkeiten in der Küche einsetzen. So im Krafttraining haben wir eine neue Schwierigkeit. Nicht schlecht. Pandero. Pan oder Pandreo, ne? Wo ist er? Er ist nicht hier. Wo ist er denn dann? Ist er vielleicht hier oben? Nee, da haben wir Con. Haha, hab ich gefunden. Das ist das Somniel, der heiligste aller heiligen Orte. Göttlicher, ich bin zutiefst geehrt. Es ist himmlisch. So, der wird für eine Weile lang nicht benutzt. Und sein Kollege auch nicht. Und sehe schon Support. Mal schauen wir uns mal an. Jade, mit wem? Mit mir? Okay. Wo sind wir? ジェイデが何者かに襲われていると聞いて急いで駆けつけたんですが、その事なら大丈夫です。私を襲ってきた賊はすべて退散しましたから。どうしてジェイデが襲われたのですか？バンディーン。私が故郷で鉱山の用心棒をしていた時に、返り討ちにした者たちです。その時の恨みを晴らそうとここまでやってきたのでしょう。 そんな過去の恨みを今さら。鉄壁のジェーデと異名がつくくらいの功績は残していますので、その分恨みも深いのかと。ですが、何度襲われようと大丈夫です。私の敵ではありません。ジェーデの力は分かっていますが、それでも心配です。いつでも私を頼ってくださいね。できることは何でもしますから。もったいないお言葉です、神竜様。 Okay. Du kannst dich immer auf mich und mein fluffiges Kostüm verlassen. Im Moment, in dem ich das Kostüm wieder gesehen habe, habe ich es schon wieder vergessen gehabt. So, irgendjemand einen neuen Satz? Nein, okay. Wie sieht es dann hier aus? Nichts. Nichts. Gehen wir mal zum Dingen hier, holen uns ein paar Punkte ab. Erfolge, Spenden, habe ich wahrscheinlich kein Geld. Habe ich alles ausgegeben, nachdem ich die Silberkarte bekommen habe. Säulen, ich habe kein Geld. Weiß nicht, ob mir das gefällt, dass ich werde in dieser Zeit keine Sachen hier finden können. So, dann würde ich mal neue Krafttraining ausprobieren. Also was machen wir erstmal die Arena, weil ich will das, ich werde davor speichern, und wenn ich das vermassel, dann mache ich das noch mal auf Screen wahrscheinlich. Gehen wir in die Arena. Da sieht man schon, aber das letzte Kapitel hat es zwar ganz schön gebracht dann mit den Erfahrungspunkten. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie stärker geworden bin. Relativ stärker als irgendwie, weil nicht. Ja. Außer Fram, die jetzt hier zwei Level bekommen hat, hatte ich jeder nur so ein Level bekommen. Dann habe ich noch Charaktere bekommen, die an sich schon irgendwie voll stark sind. Macht 96, 115. Wer ist eigentlich das Stärkste so vom Machtwert her? Kagetsu. Kagetsu, war glaube ich Ivy, ne? Nee, John. Ja, okay, John macht Sinn, ne? Seine persönliche Fähigkeit. So, wen schicken wir denn in der Arena? Ich glaube, Chloe war kurz davor zu leveln. Dann gehen wir, weiß nicht. So, Chloe, rein da, Waffe.
Ich glanze. Bis kurz vor Level 13. Oder ein Level ab. Ich glaube, du gewinnst oder verlierst. Okay, ich nehme sehr stark an, wir können das gewinnen. Ja. Doof. Sehr cool. Sehr gut, Level Up. Was hat sie gesagt? Ich bin ein sehr schönes Mädchen. So, noch irgendjemand Lapis. Ich weiß nicht, wie du es die ganze Zeit schaffst, noch immer auf Level. Lucina. Okay. Da hat sie bisher volle Killer-Level-Ups bekommen, wenn ich mich erinnere. Einmal hat sie fast alle Werte irgendwie gelevelt. Okay. Oh ja. Hat gewinnen, war. Sehr cool. Ist mal auf eine Prinzessin reingehackt. Okay. Ah, oh, da war nicht gut. Das war nicht gut, Lapis. Aber Gespräch, das ist auch nicht schlecht. So, wer noch? Wir sind immer noch welche, die auf Level 12 rumhängen. Citrin, Alfred, seiner Hauptcharakter, Mann. Ist das schon wieder passiert? Das ist genau das, was irgendwann das Problem sein wird in diesem Spiel. Ich werde mit meinen Charakteren unter Level sein. Oh, wir sind sowas von tot. Oh, hey. Ja, zwei Dinger. Nämlich Chloe und Citrin. Was geht? こんなところで会うなんて偶然ね。一人にか。ちょっとお昼ご飯を買いに来たのよ。ここの屋台でしか売ってないものがあって、とっても美味しくてお気に入りなの。そんなに美味しいの？私も食べてみようかしら。クロエにもごちそうするわ。おじさま、この屋台の商品全部くださいな。全部って。 それに余ったらみんなに配ればいいわ。ありがとうおじさま。包むの大変だったでしょ。これは心付けよ。あら、この料理って、お魚の腹綿の塩漬けよ。そう、腹綿。ごめんなさい。私珍味が好きで。 シトリニカは苦手だったかもしれないわね。いいえ、食わず嫌いは良くないもの。ありがたくいただくわ。はい、これはクロエの分。まあ、こんなに？ありがとう、シトリニカ。クロエ、わくとしゅん、いっぱんばい。ペアさん、ロバ。ペアさん、おうみひえ、あおすべて。何か大事なようなの？あんり、デリカッテスン。ニーザ、ビアッベアン。私にとっては。 Das, was Gokigeyo bedeutet. Ah, pass auf dich auf. So, ihr beiden. Ich hab's vergessen. Ist sie? Nee, sie ist sie. Sie ist einer der Gefolgsleute von Alcris. Nicht von ihr, ne? Chloe und Louis sind. Ich kann das nicht.
Ich sehe irgendwie so einen Trend wie in Fire Emblem Fates und einem Fire Emblem Three Houses. Jeder Charakter hat nur eine, Charakter deutende, Charakteristik. Die kommt in jedem Support immer wieder vor. Celine mag Tee. Lapis ist voll. Keine Ahnung. Selbstbewusstseinsprobleme. Butcher 100 Muskeln und weiß nicht, wie er sie bekommt. Eti macht gern Sport. Wird sich immer und immer wiederholen, ne? Aber da haben die schon seit Jahren irgendwie nachgelassen hier mit den Supports. Weil es halt so viele gibt, ne? Da sind immer noch voll viele. In früheren Game Boy Advance Spielen hat irgendwie jeder Charakter vielleicht 3 oder 4 Supports gehabt mit jedem Charakter. Also 3 Support-Gespräche mit 3 oder 4 verschiedenen Charakteren. Was nicht sehr viele sind, ne? Und dazu kam noch, dass man nur 5 pro Spieldurchlauf hier freischalten konnte. Das heißt, man wird die nie im Leben alle sehen. So, was ich noch machen will, ist Ringe, mein Gott. Und dann checken wir mal das Krafttraining aus. Und dann war es das schon wieder für heute. Für mich ging das hier relativ schnell gerade. Ich habe nur 2 Stunden aufgenommen. Für mich ist das relativ wenig. So. Okay, nicht 10 diesmal, weil ich will noch von anderen Teilen hier. Ich erstelle Dockers. Tun wir mal 3 von ihnen Spiel erstellen. Ninja, keine neuen Charaktere bisher. Dockers. Okay, kein Glück. Lucina. Erstmal mit irgendjemand anderes. Severa. Hey, Tsundere. Aja, keine neuen Ringe, ist auf Silver. Naoi, hey, sie ist die Manakete aus Fire Emblem Awakening, also Drachenmädchen. So, da fehlt nur noch ein Charakter. Wo ist Owain? Also von allen Charakteren muss Owain dabei sein, ne? Außer er wird vielleicht irgendwann einen Ring. Was ich mir sehr stark vorstellen will. Ich habe schon gesehen, welche Charaktere im zweiten DLC fast hier als Ringe sind. Ein Charakter, denke ich mir auch schon wieder, was? Das kann doch nur aus Fire Emblem Heroes sein, ja. Und damit meine ich nicht den Charakter aus Fire Emblem Heroes, weil die haben einen Charakter aus Fire Emblem Heroes da reingefügt. Von dem Mobile-Spiel. Was ich persönlich nicht schlecht finde, ne? Ich mag die Charaktere, die paar, die ich von Heroes kenne. Vom Design her. Ich weiß nichts über die, aber vom Design her sehen die nicht schlecht aus. Einer sieht wortwörtlich aus wie Severa, nur mit weißen Haaren und dunkler Hautfarbe. Und dann gibt es noch eine Anna, auch mit einer Axt. Nur erwachsen. So, wir gehen in. Ich habe alles erledigt, ne? Ich habe alles erledigt. Habe ich alles erledigt? Ich glaube ja. Wenn ich dann sehe, werde ich das beim nächsten Mal halt machen, ne? So, wir trainieren noch mal ein bisschen. Ich will mal sehen, wie der neue höhere Schwierigkeitsgrad aussieht. Speichere auch mal vorher. Einfach nur, damit ich das noch mal, weiß nicht, machen kann, falls ich das vermasse. Ich glaube nicht, dass das so wichtig sein wird, aber. Okay, oh Gott, wie sieht. Aber ich ziehe andere Klamotten an, ne? Wenn ich am Trainieren bin. So, was machen wir denn hier? Liegestütze finde ich schon auf einfach schwierig. Werden vielleicht erhöht. Schnelles Drücken des Kopfes.
Okay, versuchen wir mal. So, da muss ich einfach nur wie blöd drücken, ne? Ich habe immer noch den Ding an. Okay, 25. Okay. Okay. Jetzt schon schwierig. Okay, kann ein bisschen dauern, aber wird schon. Ich habe jetzt mal die Hälfte geschafft, ey. Ja, ich sehe mir, wie das Ding hilft, ey. Ja, ich bin auch hier. Und dann mit diesem blöden Kopfbedeckung auch noch. Okay, wie gut. Wenn wir auf den Abend, der allerletzte war gut. Du nimmst mich jetzt gerade auf den Arm. Der allerletzte war gut, anstatt perfekt. Ich krieg die Krise. Na gut, okay. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Kapitel 12. Das hier heißt Helden der Oase. Ne, Kapitel 13. Ja, wahrscheinlich offscreen nacken, ob in den letzten Level irgendwie versteckte Schätze waren, wegen Wüstenlevel. Und das ist normalerweise so ein Fire Emblem. Ne? Wüstenlevel sind meistens irgendwie Sachen versteckt. Aber ich nehme mal an, nicht. Ne? Mal schauen. Gut, wie dem auch sei. Ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das wäre sehr nett. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.